Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und es sind Blumen geworden. Ja, so angedeutete Rosen. Ich hoffe, euch gefällt es und habt Lust, das auch zu malen. Über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und schon geht's los. Ja, heute habe ich mal einen Flachpinsel, der ist etwas angeschrägt und ich lege auch schon los. Ich habe mir hier wieder meinen Rahmen geklebt und da gehe ich erstmal mit dem Türkis etwas darüber und mit einem Blauton. Ja, und mache das so lange, wie es mir, also bis es mir gefällt. Legt es aber sehr hell an und dann geht es auch schon los mit den Blumen. Leider ist das Filmmaterial etwas, ja, dunkel, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem, was da so alles passiert. Ja, mit diesem Pinsel kann man natürlich auch toll diese Rosen ausarbeiten und ja, ich lasse das auch noch etwas verlaufen. Ich habe hier noch feuchte Hintergrundfarbe, das heißt so etwas nass in nass mal und das ist auch gut, so das darf ruhig etwas ausbluten verlaufen. Macht es richtig schön dann noch. Hier habe ich eben verschiedene Rottöne, eher auch also ein bisschen rosa, dann noch etwas gelb rein gelegt. Ja, und da lege ich mir jetzt so eine Blume nach der anderen an. Sieht fast unten aus wie so eine Torte. Wie mir gerade auffällt. Ja, vielleicht könnt ihr euch das dann auch sehr gut merken, wenn ihr das so wie eine wie eine mehrstöckige Torte anlegt. Ja, ich lege noch etwas Gelb mit hinein. Ich wollte es noch etwas heller haben und daraus entsteht wieder ein ganz toller, ja, so oranger Ton, der also wunderbar ist. Ja. Hier mache ich dann schon die Stängel. Und mit diesem Pinsel kann man das wunderbar auch machen. Zuerst mal wieder hell und dann gehe ich wieder mit einem dunkleren Türkisgrünton rein. Und das mache ich wieder so lange, bis es mir gefällt oder ich nehme auch wieder Farbe weg. Also das ist alles euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Wenn euch da zu viel Farbe drauf ist, nehmt es wieder weg. Wenn ihr gutes Papier habt, ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn das Papier nicht ganz so gut ist, müsst ihr vorsichtig umgehen, nicht, dass sich das Papier etwas anlöst und ja, es wäre schade. Ja, hier noch ein paar Spritzer, das war mir dann doch zu viel. Dann habe ich einfach noch etwas Wasser genommen, Pinsel, mein Ricoh-Pinsel und das Ganze dann noch mal verzogen und schon ist harmonischer geworden. Dann gleich noch mal ein paar dunklere Gräser dazu. Seht ihr? Es ist wirklich ganz schnell passiert. Ja, und dann nehme ich das Gold. Und da mische ich mir das wirklich gut an, wie ihr seht, und dann spritze ich da drauf. Und ich habe diesmal einfach nur einen großen Tropfen einfach nur mit dem Finger mal noch drauf getupft und das ergibt, wie ich finde, auch wieder einen total tollen Effekt. Ja, ich habe wieder alles sehr, sehr gut trocknen lassen und jetzt kommen meine Holzstifte dran. Und da lege ich mir die Schatten etwas an, die dunkleren Stellen, die helleren Stellen. Ich male mir noch mit ein paar anderen Tönen rein, verblende es mehr oder weniger, dass es ganz smoothie, ganz weich wird. Und da lasse ich euch jetzt eine Zeit lang zusehen. Das dauert etwas, aber wie ich finde, ist es doch sehr interessant für euch, damit ihr seht, wie so eine Blume nach der anderen entstanden ist. Also ich würde jetzt gar nicht so viel sagen, nur wenn mir dann zwischendrin was einfällt, tja, dann lasse ich euch daran teilhaben. Okay,
Also dann viel Spaß beim Zusehen. Ja, jetzt werden die Blumen schön langsam komplett. Traut euch wirklich, die Schatten zu malen, dunklere Stellen. Das Bild lebt von Schatten, von Licht und Schatten. Und wenn ihr das ausarbeitet, dann macht es halt einfach noch so ein, ja, das ist einfach, macht Spaß und das sieht dann auch gleich nochmal viel wertiger aus. Also nicht zögern, einfach auch dunkle Stellen hinzufügen. Und ausprobieren, was geht, was mit den Stiften so alles machbar ist. Hier seht ihr, hier helle ich dann auch wieder mal ein paar Stellen auf.
Dann mache ich da wieder was dunkler, dann wieder heller, wie es vom Gefühl her einfach stimmig ist dann für mich. Das bekommt man mit der Zeit, glaube ich, ins Gefühl, wann man was, wenn man noch Farbe drauflegen muss, wenn es noch dunkler sein soll, dass der Effekt eben entsteht, den man sich da ja vielleicht vorstellt. Diesmal habe ich das wirklich nicht einfach so draufgezaubert, sondern den Gedanken oder wie ich das machen will, habe ich schon länger mit mir ja, rumgetragen und dann hatte ich Zeit und Lust und ja, und es hat so richtig Spaß gemacht, auch die Gräser auszuarbeiten. Ich meine, mit den Stiften kann man wirklich alles machen. Und wie gesagt, man kann es dunkler machen, man kann die ganze Sache aber auch wieder heller machen. Und das Gold, das macht das Ganze noch etwas fluffiger, noch etwas, ja, nicht ganz so streng und starr. Aber wie es so oft ist bei mir, wenn ich das Ganze dann so weit habe, braucht es dann doch nochmal den wasserfesten Feinliner. Ja, ist anscheinend so mein Stil und das ist auch gut so. Das bin eben ich. Ihr werdet das irgendwann selber auch mal, wenn ihr mehr malt und wenn ihr die verschiedensten Stifte ausprobiert, dann bekommt ihr auch so ein Gefühl für das, was euch einfach am besten passt, was für euch am besten ist und sich gut anfühlt und Spaß macht. Und so entwickelt sich so nach und nach der eigene Stil. Also ich probiere immer ganz viel aus. Ich habe schon sehr, sehr viele Stifte auch gekauft und ausprobiert und verschiedene Materialien ausprobiert. Und mit den Jahren kristallisiert sich dann so manches raus, wenn man sagt, ja, prima, passt. Und hier kommt der wasserfeste schwarze Feinliner von Staedtler. Wenn ihr vorher mit dem Holzstiften gearbeitet habt, dann kann es sein, dass der manchmal nicht mehr angehen will auf den Blüten, wenn zu viel Farbe drauf ist oder eben, ja, dann streift ihn auf der Seite ab. Ich mache das meistens am Rand, den ich ja sowieso abgeklebt habe, oder ich habe eben ein Blatt Papier nebendran und streife da immer wieder den Stift aus und dann geht es auch wieder weiter. Und wie ihr seht, verstärke ich jetzt so die eine oder andere Stelle noch, die mir ins Auge fällt, die von meinem Gefühl her, die sich stimmig anfühlt. Und so gehe ich jetzt wieder das ganze Bild. Hier seht ihr, hier streife ich wieder ab auf der Seite, wieder zack, zack. Ja, und so bearbeite ich die ganzen Rosen und gehe noch mal ein Stück weit über das ganze Bild drüber. Da könnt ihr jetzt noch etwas zusehen.
Ja, jetzt werden die letzten Striche noch gemacht. Das Bild ist gleich fertig. Und ein Tipp noch, lass das Bild nicht in der Sonne liegen. Ich habe es in der Sonne liegen lassen und der Kleber ist mir nicht mehr runtergegangen. Also der Rand ist mir etwas eingerissen. Das habt ihr vielleicht im Eingang etwas gesehen. Ja, kann passieren, ist aber auch nicht schlimm. Es ist dann eben so. Ja, gleich ist es fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Selbermachen, beim Kreativsein und viel Spaß noch bei den Detailansichten. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.